meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sitzen gerade im Auto und wie ihr im Titel gelesen habt, geht es heute auf die Bibi-Weltmesse nach Hamburg. Wir nehmen euch einfach so ein bisschen mit. Es wurde gewünscht auf Instagram. Ich dachte mir, komm, nehmt einfach die Kamera ein bisschen mit. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Wir sind jetzt schon unterwegs. Wir fahren zuerst zu meiner Schwester und da wollen wir frühstücken. Und dann fahren wir mit ihr zusammen, denn sie ist schwanger und da lohnt sich so eine Messe natürlich. Und da schauen wir mal, ob wir was Passendes für sie finden. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Messe so verändert hat, weil wir bis jetzt eigentlich so die letzten 5 Jahre jedes Jahr da waren. Und mal schauen, ob es Neuerungen gibt und ob wir ein paar Leute zum Quatschen sehen. Mal schauen. Ihr werdet das alles sehen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Und los geht's. So, wir sind da. Mucki hat noch im Auto geschlafen. Ist immer noch müde. Wir sind wieder zu Hause, wie ihr seht, und ich wollte euch kurz noch zeigen, was es gestern so gab bei der Babyweltmesse. Und ich habe euch das hier mal alles aufgebaut sozusagen und wollte jetzt einmal kurz zeigen. Also einmal haben wir von Butni Feuchttücher bekommen, von Water Wipes gab es auch hier so eine große Verpackung. Die gab es eigentlich nicht so, aber die haben sie last minute am Sonntag alle rausgeschmissen sozusagen. Deswegen haben wir auch so eine große Verpackung bekommen. Dann waren wir bei Rossmann, da gab es Babybrei umsonst. Und da haben wir ja immer Pflaume mit Apfel. Und hier immer bunte Gemüsereis mit Pute mit einem Löffel dazu. Dann gab es noch von Butni hier so ein paar Pröbchen und von Freiöl. Und von B-Oil gab es auch einfach so ein paar Pröbchen. Bei Edeka gab es noch Pflaster. Und bei Humana gibt es ja jetzt so eine neue Probe. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Das ist für stillende Mamas. Ein Nahrungsergänzungsmittel. Wollte ich mich nochmal näher informieren und dann eventuell mal schauen, ob das was für mich ist. Gab es eben so eine Probe und dann gab es bei Edeka auch noch einmal eine Birne und eine Banane. Und hier ist noch ein Babybrei-Rezept drin. Und das Ganze ist in so einem Säckchen, was man wiederverwenden kann. Wenn man zum Beispiel Obst und Gemüse kauft, dann braucht man nicht diese Plastikbeutel nehmen, sondern hat hier eben so ein Säckchen dazu. Finde ich auch mega gut. Und dann gab es von meiner Schwester noch zum Geburtstag, ein bisschen vorträglich, weil die Kleine versteht es sowieso noch nicht, gab es diese Schüchen hier, das sind so Lederpuschen und die fanden wir so schön und meine Schwester hat sowieso noch das richtige Geschenk für die Kleine gesucht und deswegen hat sie sich entschieden, die Schuhe hier mitzunehmen und genau, das sind jetzt eben sozusagen Lias ersten richtige Schuhe. Wir haben das hier in so einem schönen Lila gewählt
und wir fanden die auch richtig, richtig toll. Unten haben sie eine etwas festere Sohle, also nicht so wie die normalen Lederpuschen. Zum Beispiel diese hier. Die sind ja so richtig weich, die kann man ja so komplett zusammenfalten. Sondern hier haben wir eine etwas festere Sohle, aber auch die ist super weich und die Kinder können da auch richtig gut drauf laufen. Und die Kleine läuft da auch richtig toll drauf. Und genau, die haben wir eben dann geschenkt bekommen von meiner Schwester, eben zum Geburtstag für die kleine Maus. Und ich finde die auch einfach so goldig. Die sehen wirklich so toll aus an der Kleinen. Ihr habt es ja, glaube ich, sogar im Vlog gesehen, wie die Kleine damit läuft. Und genau, das sind also ihre ersten richtigen Schuhe. Mir war es wichtig, dass sie sich eben richtig gut bewegen kann, dass sie atmungsaktiv sind. Und ja, dass sie nicht dieses Schuhgefühl hat, sondern einfach, dass sie eher so das Gefühl hat, dass sie ja sowas Leichtes am Fuß hat, aber trotzdem immer noch geschützt ist. Zum Beispiel hier jetzt mit der Sohle, dass sie einfach da trotzdem draußen rumlaufen kann, aber nicht dieses feste Schuhwerk eben hat. Und deswegen sind die, denke ich, perfekt. Die waren jetzt nicht so günstig, aber es ist ja auch handgemacht und da finde ich das dann auch in Ordnung. Ja. Hallo, mein Schatz! So, jetzt ist die Kleine gerade aufgewacht. Genau, also, wir sind ja wieder zu Hause, wie ihr seht. Und es war gestern richtig toll auf der Messe. Ich war ja jetzt schon das fünfte Mal nacheinander da. Und es hat sich eigentlich kaum was verändert. Ich habe mit vielen Shops gesprochen und mit vielen Leuten gequatscht. Das war richtig toll. Ich habe übrigens voll den Pickel. Ja. Und es war echt ein toller Tag. Auch mit meiner Schwester war das richtig schön wieder. Die ist ja auch jetzt schwanger und es war richtig toll für sie dann, ja, das alles so zu sehen, wie das so läuft, was es so gibt für Kinder und so. Ja, fand ich ganz toll. Auch großes Lob an die Veranstalter wegen der Babywickel- und der Stillecke. Ich finde das ganz, ganz toll, dass man da eben ja, so einen Rückzugsort hat zum Stillen und zum Wickeln. Finde ich wirklich toll. Und haben wir auch oft genutzt, natürlich. Die Kleine hat es auch super mitgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie war echt super, super lieb. Sie hat nur davor kurz im Auto so eine Viertelstunde geschlafen. Und sonst hat sie den ganzen Tag durchgehalten. Richtig toll. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal dort wart oder eventuell in einem anderen Teil von Deutschland, weil die Messe ist ja nicht nur in Hamburg. Und wie ihr das fandet. Also ich finde es wirklich schön. Und ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr wieder hinfahren werde. Kommt drauf an, ne, ob man das braucht oder nicht. Ja, und dann würde ich mich auch verabschieden tatsächlich. Ich habe heute keine Motivation, euch mit in durch den Tag zu nehmen. Ich habe heute nämlich richtig viel zu tun und bin so ein bisschen am Plan, was YouTube angeht. Ich möchte da ein bisschen was verändern und ja, möchte mich deswegen eventuell für eine etwas längere Zeit abmelden. Falls es so sein wird, wisst ihr Bescheid. Falls nicht, werdet ihr sehen, dass die nächsten Videos kommen. Verzeiht mir da einfach ein bisschen. Ich möchte einfach ein bisschen bessere Qualität bieten. Ich spreche gerade zwecks neuer Kamera, etc. Und genau, dass ihr da nur Bescheid wisst, dass da eventuell jetzt die nächsten Tage nicht so viel kommt. Und ich habe auch heute einfach echt total viel zu tun. Und das würde ich jetzt gerne noch zu Ende bringen. Und melde mich dann eventuell bald oder auf Instagram wie immer. Tschüss!